Ja, dann mal hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play Together Valheim. Und tatsächlich spiele ich auch heute zusammen mit Shieldmaid Fjalla, die sich hier in meiner Hütte am Feuer niedergelassen hat, während ich, Urtolf, the Wimpy Viking, auf dem Bett sitze. Diese zweite Folge ist ein bisschen zeitlich versetzt zu der ersten, was In-Game-Time angeht, denn die eigentliche zweite Folge habe ich angefangen, ein Langhaus zu bauen für meine Gäste. Habe schon mal ein bisschen mit der Palisade angefangen und mich ein bisschen hier mit dem Haus auseinandergesetzt. Hier oben zum Beispiel, auch wie ihr jetzt im Bild seht, diese Öffnung am Giebel entdeckt, weil sonst nämlich das ganze Gebäude zuqualmt und. Die Aufnahme war leider korrupt. Dementsprechend jetzt hier diese Folge. Wir führen euch gleich mal rum, aber es schifft gerade. Da würde man nicht mal einen Hund oder eine Katze rausbringen. Fjalla oder aber auch Rosi. Ich weiß noch nicht, wie ich dich ansprechen werde. Ich glaube, ich werde Fjalla sagen. Möchtest du was sagen? Wie bist du denn hingekommen? Was hast du für einen ersten Eindruck von dem Spiel? Wir spielen jetzt ungefähr zusammen gerade eine ungefähr Stunde. Kann das hinkommen? Ja, das kann gut hinkommen. Ja? Ja. Was hast du für einen ersten Eindruck? Der erste Eindruck ist eigentlich ganz hübsch gemacht. Die Grafik finde ich super. Klar sind die, ich sag mal, die Charaktere sehr maskulin. Egal, wir sind Wikinger. Wir sind alle maskulin. Wir sind sogar Wikinger. Wikingmann-Frauen. Also, wenn man sich die Herstellung des Charakters genau anguckt, weiß man, man hat nur einen Mod gebraucht. Und auch die Haare sind sehr interessant. Das fand ich echt lustig. Das ist mal was anderes. Und so ist das eigentlich der erste gesamte Eindruck. Ist eigentlich ganz nett gemacht. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen und ob es aufhört zu schiffen. Ja, der Plan ist ja, dass wir auf jeden Fall hier so ein bisschen was zusammen machen. Prämisse war ja sowieso Let's Play Together. Jetzt habe ich erstmal dich an der Seite. Wir können natürlich theoretisch noch mehr Leute in Zukunft einladen. Schreibt das in die Kommentarsektion, wenn ihr Bock habt. Und dann können wir zusammen zocken. Da finden wir bestimmt mal einen Termin. Denn ich habe auch ein Langhaus für Gäste eingerichtet. Ich stehe mal hier vom Bett auf. So, pass auf. Ich habe auch schon hier so einen lustigen Lederpanzer mir machen können. Schild. Eine Feuersteinaxt. Ich habe hier ganz viele gebratene Sachen. Wir haben gerade eben zusammen rausgefunden, dass man auch Nixenschwänze grillen kann. Kirsche. Und man beachte, man läuft die ganze Zeit ohne Schuhe rum. Ja, das ist okay. Über Stock und Stein. Hirschfelle habe ich schon ein paar sammeln können jetzt. Mit dem Bogen, den ich mir erstellt habe in der letzten Folge, die leider korrupt war. Und die gute Fjalla hat so einen Crashkurs in allem bekommen. Also wirklich alles. Wie baust du was ab? Wie craftest du was? Und so weiter und so weiter. Es werden grundsätzlich viele Fragen aufkommen, denke ich. Denn wir spielen beide sonst blind. Und dementsprechend gucken wir mal, wie das hier so wird. Ich bin sehr gespannt. Ich versuche die Episoden ungefähr bei halbe Stunde um den Dreh immer zu cutten, dass wir schön Material sammeln. Und das erste Ziel ist eigentlich Aethir. Wir waren schon bei einem Stein, bei einem Runenstein von Aethir. Ich zeige das mal kurz hier auf meiner Karte. Der ist hier in dem Bereich ungefähr. Da wurde uns gesagt, wir sollten uns aber gut ausrüsten. Also Hugin hat uns den Tipp gegeben, Achtung, Aethir, rüste dich gut aus, bevor du ihn mit einer Opfergabe rufst. Das wäre jetzt der erste Schritt. Das heißt, die Fjalla braucht noch einen Lederpanzer. Wir brauchen beide Lederhosen, vielleicht Helme, wenn wir genug Hirschfelle sammeln. Wir müssen unsere Bienen, die wir mittlerweile haben, immer mal aufsuchen, um Honig zu ernten. Generell Nahrung erzeugen und. Und auch das Lager am Laufen halten. Es regnet zwar wie aus Eimern, aber ich gehe jetzt trotzdem mal raus, um euch das mal zu zeigen. Ich folge dir unauffällig. Das hier, warte mal, habe ich jetzt umgeschaltet, dass ich jetzt nur langsam laufe? Genau, habe ich umgeschaltet. So, das hier ist nämlich jetzt das Lager. Hallo, wo hast du denn Anstand gelernt? Mach mal die Tür zu hier. Das ist die kleine Hütte, die hier... Achso, ja, stimmt, Wikingmann-Frauen. Das ist die kleine Hütte, die wir beim letzten Mal gestartet haben. Habe ich nochmal ein bisschen umgeschichtet. Da das Kochgestell vor, hier dann den Hauklotz und dort die quasi die aufgestapelten Holzscheite. Und in der letzten Folge habe ich eigentlich das Fundament von diesem Langhaus hier gelegt. Also unten diese Stelzen mit dem Boden drauf. Und dann habe ich mal angefangen hochzubauen. Hier oben haben wir bei dem Dach das 26 Grad und das 45 Grad Dach mit dem Giebel. Und wenn man da mal reingeht, weil man ja scheiße nass ist und jetzt rein will,
bleibt man einen kurzen Moment über dem Feuer stehen, damit der Nasstimer runtergeht. Haha, Dinge gelernt. So, ach guck mal, X hier sammelt die Kreaturen des Waldes. Ah, toll. Ein Event. Hier haben wir zwei Gasträume. Einmal hier, den. Da fehlt tatsächlich noch ein Feuer zu. Da muss ich noch ein bisschen tricksen. Und den. Das ist Fialas Bett. Und das habe ich dann jetzt fertig gebaut. Dann, nachdem ich gemerkt habe, Aufnahme ist im Arsch. Ach komm, drauf geschissen. Und jetzt haben wir das Exir-Event. Wir sind hier in unserem Lager, was palasidiert zugemacht wurde. Palisadiert. Ah! Was? Schrei doch nicht so. Entschuldigung, ich habe mich jetzt erschrocken. Du wurdest wahrscheinlich quasi in real erschreckt. Ja. Gut. Palisaden drumherum und dementsprechend sind die Exir-Kreaturen nicht hier drin. Lass mal rausgehen. Da sind Bist du sicher, welche. Dass du rausgehen möchtest? Ja, das sind Wildschweine, Hirsche und sowas. Die kommen auf uns zu und sagen, hallo, hier sind wir. Ja. Und Wildschweine geben ja bekanntlich Lederreste, die wir auch brauchen, Guck mal, eine Nixe. Um zu craften. Da schwimmt ein Schwein. Ist es dann ein Meerschwein? Können Schweine überhaupt schwimmen? Ja, Meerschweinchen. Ja, aber... Ich sehe schon wieder, ein Bienenstock ist weg. Oder hat... Ich war das nicht. Stimmt, nee, Quatsch. Ich wollte einen dritten bauen, das konnte ich aber nicht. So war das. Guck, da kommt er angerannt. Der Sau. So. Exir sammelt die Kreaturen des Waldes um sich. Idee hinter der Palisade übrigens für die Zuschauer mal. Ah, beruhigen sich wieder. Hinter dir ist ein Schwein. Schwein. Warte, lass mich. Ich töte. Okay. Ja, weil Fiala muss ich noch ein bisschen hier durch Learning by Burning verbessern. Die Palisade war so die Idee, da sich dieses Exir-Event jetzt zum, glaube ich, 8. Mal abspielt, gefühlt, dass wir erstmal dieses Basecamp ein bisschen sichern, weil ich könnte mir vorstellen, wenn Exir besiegt ist, wie gesagt, wir spielen blind, ne? Wenn Exir besiegt ist, dass dann gegebenenfalls die Boss-Kreatur danach ähnliche Events hat. Und wenn dann noch stärkere Kreaturen kommen, möchte ich schon sicher sein. Fürs Erste. So, genau. Einmal kurz trocken werden. Was habe ich denn hier gesammelt? Nixenschwanz. Den werde ich mir an meinem Bratgeschirr mal kurz übers Feuer hängen. Genau. Ja, gut. Fiala, wie gehen wir weiter vor? Was ist jetzt für die heutige Folge angedacht? Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen erkunden, craften dabei. Ja. Und dann würde ich sagen, bereiten wir uns darauf vor, dass wir mal den ersten Boss angehen und gucken, wie es weitergeht. Genau, erkunden heißt, wir sind zuletzt einmal hier in diesen Wald vorgedrungen und haben dann ein bisschen geguckt. Da ist nicht mehr als Wald und ein paar Runensteine. Und hier in dem Bereich meinen wir im Schatten über dem Meer einen riesengroßen Berg gesehen zu haben. Wirkte interessant. Mhm. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal leicht, was ist denn das? Nordwestlich, in Richtung des noch nicht aufgedeckten Teiles, über diese große Lichtung, die wir hier haben, auf der gegenüberliegenden Seite in den Wald und gucken mal, was da ist. Okay, ne? Lass uns losgehen. Info für die Zuschauer noch. Das Ganze ist ein Slow Burner. Ja? Wir machen das ganz in Ruhe, entspannt, sehr immersiv und wir wollen einfach ein bisschen Spaß mit diesem Spiel haben. Und wenn ihr auch welche seid, die sagen, ey, das wollen wir auch, da würde ich gerne mal mitmachen beim Dizzy, dann sagt gerne Bescheid, dann kriegen wir das hin. Denn es ist ein Let's Play Together. So, lasst uns rennen, sprinten auf den Berg. Boah, ich habe Sprinten auf Wien. Guck mal hier hinten, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier ist noch so eine alte, verwuchsene Hütte. Erwachsene. Ich glaube, das ist ein Grabmal. Nein. Ich könnte etwas zu essen vertragen. Guck mal, hier ist ein Bienenschwarmstock drin. Ja. Den werde ich jetzt mal versuchen, mit einem Bogen da abzuschießen. Dann kriegen wir nämlich eine Königin. Und die können wir für einen neuen Bienenstock nutzen. Natürlich treffe ich davor die Wand. Ja, das war zu tief. Das auch. Bogenschießen ist noch nicht so gut. Das war zu tief. Wenn wir da nämlich mit dem Nahkampf rangehen, dann kommen da Bienen raus und die tun uns dann natürlich weh. Achso, also sollte ich jetzt nicht da reinrennen. Und nee, so, da ist nix. Dann mal gucken. Bienenkönigin und Honig.
Oh. Kann ich eigentlich die Stacks aufteilen, dass ich weniger als alles, was ich da habe, mitnehme? Das habe ich noch nicht rausgefunden und auch noch nicht geguckt. Das ist 6. Das ist. Oh, ha, sofort abwählen. Nein! Gib mir mal Honig wieder! Jetzt habe ich den Honig. Gib mir mal Honig Aha. wieder! Ich habe Honig. Hier, nimm dein Honig. So, dankeschön. Mit Shift! Shift, Stapel teilen. Ich gebe dir mal 3 Honig ab. Die lege ich mal davon. Lege ich mal direkt weg. Honig ist halt mega hart an Nahrung. Das pusht mega deine Energie auch. Sowohl Ausdauer als auch Lebensenergie. Hab ich. So, einmal Fleisch essen und dann geht's weiter. Wir wollten. Aha. Warte, Map, wir wollten in diese Richtung, ne? Genau. Ja. Gucken, was da noch so kommt. Welche schurkischen Bestien uns erwarten. Hier, diese großen Bäume finde ich auch richtig gut. Da bin ich mal gespannt, was das dauert, bis die dann runtergekloppt sind. Oh, verdammt. Braucht man dafür ein anderes Werkzeug? Ja, nee, das nicht, Eichen aber sind zu stabil für die Feuersteinaxt. Genau wie Birken. Das heißt, das ist erst später dran. Wahrscheinlich erst freigeschaltet, wenn man den ersten oder den zweiten Boss legt. Meinst du, wir können dann auch irgendwann so eisenmäßig was machen? So, Bestimmt. Das wäre cool. Im Trailer sieht man ja tatsächlich auch einen mit einem Schwert. Und ein Schwert ist für mich mindestens irgendwas mit Metall. Sei es Bronze, sei es was anderes. Ich glaube schon, dass da noch was kommt. Also, wie gesagt, nochmal anzumerken, finde ich, die Grafik ist einfach traumhaft. Für mich finde ich dein PC-Game einen relativ günstigen Preis. Mhm. Und du hast eine verdammt geile Grafik. Ja, das hat halt den Charme, habe ich in der ersten Folge auch schon gesagt. Ja, es ist der Preis ergibt sich halt dadurch, dass es ein Early Access ist. Ne? Es ist noch nicht alles fein gebügelt, es kann auch immer noch mal zu Abstürzen kommen. Das Spiel ist noch nicht komplett und. Aber ich meine, es ist solide, kann man schon sehr gut spielen. Wenn man eine Art immersiveres, hübscheres Minecraft möchte. Damit habe ich auf das nämlich Fall. Beim ersten Mal auch verglichen, weil es mich da als erstes direkt daran erinnert hat. So, guck mal. So ein bisschen, ich nehme mir mal hier die 2 Bärenbüsche. Du nimmst dir den anderen. Ach, Bärenbusch. Und dann gucken wir mal weiter. Wir gehen einfach in diese Richtung, was da so ist. Wahrscheinlich nur Wald. Aber ich möchte wissen, wann natürliche Merkmale kommen, wie Flüsse oder so. Dass wir das so ein bisschen auch hinter die Karte in Sektoren aufteilen können. Vorhin haben wir auch schon einen Stein gefunden, der uns sagte, man könnte Tiere domestizieren, zähmen. Ich bin gespannt. Wildschweine werden zu Hausschweinen? Gibt es sowas wie Wildpferde vielleicht auch irgendwo? In irgendwelchen Biomen? Denn es gibt ja nicht Warum nur das nicht? Grasland als solches, es gibt auch andere Biomen wohl. Ja, aber das würde dann auch darauf hinauslaufen, dass du vielleicht auch irgendwann Wölfe zu Haushunden oder Hunden. Ja, wer weiß das schon. So, hier ist Wasser. Vielleicht sind wir tatsächlich auf einer Insel und das Ganze ist auf mehrere Inseln aufgeteilt. Aber schau mal, da hinten, da siehst du diese Ansätze von den Bergen. Ja, genau. Dieser Schatten, ne? Und apropos Schatten, diese God Rays. Ja? Wie sich die Sonnenstrahlen durch das Blätterdach. Ach, das ist herrlich. Ich mag das. Okay, hier ist aber ein wenig los auf der Ecke. Scheinbar haben wir alles gejagt, was zu jagen ist. Da ist ja, glaube ich, eine Nixe. Die lasse ich dir. Kannst du ein bisschen deine Fähigkeiten verbessern? Oh, jetzt ist er abgetaucht. Nee, doch nicht. Und hier ist noch eine Ruine. Da ist ein Bärenbusch und eine Kiste drin. Guck ich mir mal an. Oh, und diese Musik im Hintergrund. Ein Bernstein und Feuersteine. Okay. Oho. Himbeere nehme ich mit. Den Rest lasse ich mal hier stehen. Das müssen wir nicht extra abreißen. Nein? Okay. Nein. Das wäre, weiß ich nicht. Wenn die komplette Insel, auf der wir vielleicht uns befinden, komplett durchindustrialisiert ist, dann könnten wir daran gehen, auch die letzten Rohstoffe aufzubrauchen. Aber so finde ich, brauchen wir das doch nicht. Diese Ruinen geben der Gegend ja auch Charme. Ja, das stimmt. Und ja, da ist definitiv hinten Ufer. Warte. Dafür bräuchten wir aber erst ein Floß. Da ist noch nichts mit rüberschwimmen. Da saufen wir ab. Das habe ich in der ersten Folge schon gehabt. Das kannst du vergessen. Okay. Aber auf jeden Fall, da können wir dann, denke ich, hin.
Also ist das so unser Ziel, nachdem wir den Hirsch geplättet haben oder was auch immer es sein wird? Weiß ich nicht. Da lang. Vielleicht. Ich meine, es gibt ja tatsächlich auch im Trailer schon zu sehen Seemonster. Stimmt. Ja, und hier immer noch Yggdrasil über uns. Der Weltenbaum. Manchmal wird vielleicht Fjalla sagen, du bist doch bescheuert, das ist das doch gar nicht, weil die kennt sich ein bisschen besser aus in der Mythologie. Zwar auch nur rudimentär, glaube ich, aber besser als ich. Ja, deswegen wundert es mich, dass es da von einem Hirsch anscheinend die Rede ist. Wir waren ja in dem Runstein. Deswegen bin ich da gespannt. Ja, es gibt in der Mythologie irgendeinen Hirsch und der hat auch einen Namen, der klingt fast wie dieses, was ich immer als Eichtier ausspreche. Natürlich ist es THYR, das könnte man auch Eichtier oder so aussprechen. Aber es gibt natürlich gibt es diesen Hirsch, aber der war nicht als negativ gedacht. Der war eigentlich... Die ganzen Monster hier, die Bossmonster, sind auch nicht negativ. Nicht. Die begehren gegen Odin auf. Auf dieser Ebene, auf der sie hier gefangen worden sind. In dieser fiktiven 9. Welt. 10. Quatsch, 10. Welt. Es gibt ja nur 9 Welten, das wollte ich sagen. Okay. Wir laufen durch den Wald. Wikinger im Wald. Sind wir Waldwikinger? Wir sind Waldwikinger. Apropos, ich hatte vorhin was von Urtolf the Wimpy Viking gesagt. Das ergibt tatsächlich keinen Sinn, wenn man eine zweite Folge nicht hatte. Aber wir belassen das einfach dabei. Hintergrund, ich habe mich in der zweiten Hälfte, des eigentlich zweiten Teils, so oft erschreckt vor Wildschweinen, die aus dem Gebälk rannten, musste so oft vor riesengroßen Ansammlungen von Nixen wegrennen, dass er schon so ein bisschen feige wirkte. Und das habe ich dann so gesagt, okay, das ist dann Urtolf, the Wimpy Viking. Deshalb habe ich auch eine mutige Schildwald an meiner Seite, dass ich auch ein bisschen mehr Mut bekomme. So. Und das ist hier wieder eine Lichtung. Da hinten sind Wildschweine, das ist wieder ein Stein, ein Rundstein nehmen. Wildschweine haben ja den Vorteil, die greifen uns an, wenn sie mal aufgescheucht sind. Also werde ich jetzt nicht den Bogen extra dafür nutzen, sondern gehe mal hin und klopfe freundlich an. So, zwei sind schon gelegt. Die anderen beiden haben da uns nicht so richtig gemerkt. So, was haben wir hier für drin? Dieses Land ist wild und ungestüm. Achso, dieser, genau. Der sagt uns, dass wir das auch domestizieren können. Nette Tooltips am Rande. So, ein Grauling. Die anderen beiden hast du genommen? Ja. Okay. Ich hab dich. Auch aufgesammelt hier. Hier blinkt noch was. Lederreste. Zweimal. Nee, noch nicht alles. Da ist noch ein Wildschwein. Ach, guck mal. Hier ist eine Ruine. Wenn du. Komm noch einmal zurück, wenn du dein Wildschwein da hast. Okay. Warte. Stell dich mal hier hin, wo ich stehe. Du machst keinen Quatsch mit mir. Nein, komm her. Nein. Komm her. Du musst dich hier hinstellen. So, und jetzt guckst du zum Wasser. Guckst zum Wasser. Wasser. Das ist doch episch, oder? Die Sonne da? Das war's. Ja. Leider bin ich ein bisschen zu spät gekommen, weil man sieht die Sonne als Körper nicht mehr, aber das ist schon... Ach, schade. Ach, da würde ich mich am liebsten hinsetzen. Aber jetzt fangen wir auch an zu frieren und mit dem nassen Hintern im Gras sitzen ist doof. So, einmal nochmal kurz eine Himbeere einschmeißen, bevor ich wieder Hunger bekomme. Waren wir schon in der Ruine? Das finde ich raus. So, hier ist nichts. Aber ist auch eine Tür. Na toll. Nee, hier ist nichts drin. Die könnten wir jetzt abbauen, aber wie gesagt, muss nicht. Huch. Wir haben noch wieder. Huch. Was denn? Hier geht's ja hoch. Ah, geht's bergab? Auf. Hoch ist immer auf. Oh, springen. 9. Ich bin noch nicht viel gesprungen, fällt mir auf. Okay. Ich lass uns mal so ein bisschen hier links rumgehen. Bevor wir dann runterrutschen und das gegebenenfalls sogar noch Schaden macht oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist, glaube ich, der Hirsch, der sich da gerade gemeldet hat. Ja, der so langläuft. Wasser ist blöd. Wenn kalt ist und dann noch nass, will ich nicht. Schlecht für die Ausdauer. Und weil ich ja schlau bin... Haben wir eine Fackel? Weil ich schlau bin, lege ich den Schild mal weg und nehme dafür die Fackel in der Hand zu der Axt dazu. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen immersiver aus. Und dann gehe ich so direkt über die Schulter. I'm Urtolf. I'm a wimpy Viking, they say. I would say I'm very valuable. Valuable Viking.
Gut, dass Fialas Englischkenntnisse nicht ganz so gut sind. Ich wollte gerade sagen, ich schmunzle einfach nur und warte darauf, dass wir irgendwas aus Versehen in Brand stecken. Mit erhobenen Ups, Fackeln. Der Wald ist plötzlich so hell. Warte mal. Unwahrscheinlich. Es passiert nichts. Nein. Ich glaube nicht. Also, plündern und Brandschatzen ist nicht unbedingt das, was hier aus Versehen passiert. Das müssen wir noch lernen. Für Wikinger eine Ausbildung. Oh, meine Fackel hat gebrannt. Oh. Wie gut, dass ich eine zweite dabei habe. So. Weil das ist das einzige, also der einzige Gegenstand, den ich bis jetzt weiß, den du nicht reparieren kannst. Die Fackel? Ja, wenn die abgebrannt sind, sind sie abgebrannt. Oh. Punkt. Schau mal, da vorne ist eine Insel. Ich sehe das, mit großen Steinen. Diese Insel sagt, komm zu mir. Aber ich weiß, das ist zu weit. Da werden wir auch absaufen. Okay. Ja, ich vertraue dir da voll und ganz. So, was haben wir hier? Eine Hütte, in die ich nicht reinkomme. Da ist aber, glaube ich, nichts drin, ne? Nee. Nicht wirklich. Keine Kiste, kein nichts. Da können wir auch ganz getrost weiter außen rum. Und ich glaube tatsächlich, dass wir wirklich auf einer Insel uns befinden. Und dass das dann Aethias Insel ist. Und wir dann von Insel zu Insel kommen. Und hier im Norden sehe ich übrigens gerade Kiefern. Also ein verändertes Buschwerk, sozusagen. Hier, der Baumbewuchs. Heißt das, guck hier. Woanders? Guck hier. Der Baumbewuchs ist gerade. Dunkler Wald, Grauzwerk. Was kann der? Was? Wo bist du denn? Hier, hinter dir. Ich bin zurückgelaufen. Ach so, das. Ich hab es. Ich hab drauf gehauen. Ach du Scheiße. Schamane, weg. Lauf. Der kann nicht. Hast du ihn getötet? Nein. Eben. Er hätte mich beinahe getötet. Lauf. Versuch irgendwie unterwegs was zu essen. Ich, da ist ein Stein. Ich kann nicht genug Himbeeren. Ich kann keine Himbeeren mehr essen. Eieiei. Ist es noch hinter uns? Nein. Okay. Gut, stelle fest, dunkler Wald. Ah, ist es doch. Oh Gott. Bogen. Wo ist der Bogen? Falsche Taste. Ich muss mal Blair Witch. Komm her, los, komm her. Oh. Ja, toll. Toll. Super. Wir erforschen mal diese Insel. Das wird ganz entspannt, das wird ganz lustig. Das wird super. Spiel Valheim, haben sie gesagt. Das ist ein tolles Spiel, haben sie gesagt. So. Das sind Zwerge. Wir waren einfach in der Dunkelheit unvorbereitet. Den einen habe ich gelegt. Und der andere ist, glaube ich, weggerannt. Ja, mit Hugin sprechen. Dreh um, dieser Ort ist gefährlich. Danke, Hugin. Ne? Stelle deinen Wert unter Beweis, indem du Aethir tötest. Na toll. Hätten wir das mal erwähnt. Aber dieser Ort ist gefährlich. Ja, der dunkle Wald. Der da oben dann beginnt. Okay, du bist auf einer ganz anderen Seite, ne? Und ich habe nicht genug Platz, um alles mitzunehmen. Was machen wir denn da? Oh, ich komme. Ja, okay, dann bleibe ich hier in der Ecke mal. Keine Sorge. Ich weiß, wo ich link. Oh, warte. Und bleibe in der Ecke, dass es nicht despawnt, falls man zu weit weggeht vielleicht, weiß ich nicht. Meinst du despawn? Oh Gott, das wäre so cool. Despawn, also dass die Gegenstände weg sind. Ich habe ein Grauzwergauge gefunden. Ein milchiges Auge eines Grauzwerges, was auch immer man damit machen kann. Er hat ein Auge auf dich geworfen. Ja. that is very funny. Haha. Okay. Aber viel mehr habe ich jetzt auch nicht da bekommen, ne? Nee. Ich könnte mal wieder ein bisschen Holz mitnehmen. Das kann ich auch machen, während du dann hier hinkommst. Ein bisschen Holz hacken. Mir ist gerade aufgefallen, dass diese Graulinge, da. Ja. Mir ist gerade einer entgegengekommen, wo ich weggerannt bin. Aber hier nicht hat so ein bisschen wie so ein Morlock klingt. Ach, die World of Warcraft Morlocks? Ja. Das war jetzt ein bisschen lustig, muss ich gestehen. Auch wenn ich jetzt hier nur in Unterwäsche durch den Wald laufe. Ohne Witz, ich erschreckt mich so oft, wenn irgendwo Hirsche aufgescheucht sind. Dieses Hirsch-Warnruf-Ding, was die haben, das klingt so komisch in meinen Ohren erstmal. Das ist so dieses Da denke ich immer so, ach du Scheiße, neues Monster. Apropos neues Monster, ist natürlich ein Gräuling. Den ich mit einem Schlag gelegt habe. Ne? Im Vergleich zu den anderen, die uns fast eben den Popo aufgerissen hätten. Beiden. Ja, das waren halt Grauzwerge. Ich war unvorbereitet. Ja, waren wir beide. Deswegen ja. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid. Noch ein Grauling. Komm her. Ach nee, Gräuling. Gräuling heißen die, nicht grau. Das sind die Grauzwerge und die Gräulinge. Weil die so gräulich sind. So böse. Grauenerregend, gräulich. Das ist kein richtiges Adjektiv, ne?
Ach, vergiss es. Vergiss, was ich sage. Das ist auch Quatsch. Ich komme. Ich finde uns. So, ja, ich sehe das. Du musst eigentlich nur noch die Küste entlang hoch. Beziehungsweise, wenn du auf die Taste M drückst, kommst du auf die Karte. Weil die mit M geschrieben wird. Ja. Oh. Was denn? Große Monster. Grauzwerge. Große Monster. Oh. Warum kommt ihr einfach aus dem dunklen Wald raus? Das ist doch scheiße. Leute, hört auf damit. Ich will das nicht. Geht weg. Ich komme. Oh Gott, ich mach dir keinen Schaden. Also fast keinen. Ich komme. Ja gut, unbewaffnet. Toll. Das bringt's auch. Also faustkampfmäßig könnte ich dir... Entweder ich zeige jetzt meinen Wert hier im Kampf gegen die beiden. Mit Schild und Axt und bin ein real wimpy Viking. Oder... Die reißen mir das Gesäß auf, bis zum Hals. Tu es nicht, der Weg ist zu weit, glaubt mir. Oh, ein Hirsch. Okay. Oh, meinst du, wir können auf Hirsche reiten? Das wäre episch. Das wäre richtig episch. Oh, da wurde die Welt gerade gespeichert und keins kurzen Hackler. Hakler hatte das bei mir. Okay. Fokus, Feuer. Einer ist tot. Oh. Schafft das. Ja, der andere auch. Und das, oh, der Mondschein auf dem Wasser. Der entlohnt wieder für das, was hier gerade passiert ist. Halleluja. Aber jetzt stellt sich mir die Frage, sind diese Dunkelzwerge, Grauzwerge, wie auch immer, so wie Wespen und kommen jetzt in Scharen aus dem Dunkeln? Du meinst, weil wir einmal im dunklen Wald waren, dass die uns auch aufsuchen? Mhm. Ich glaube, das liegt daran, weil wir noch zu nah an den Biomen dran sind. Meinst du? Ja, dass wir zu nah noch am Dunkelwald dran sind, dass die so in den Grenzgebieten auch noch rumlaufen. Ah, na toll. Was denn? Nixen. Ja, jetzt ausgerechnet jetzt tummeln sich hier Nixen rum, weißt du? Ja, komm zu mir. Ist nicht mehr weit. So viel. Wenn du die mitbringst, mache ich sie platt, wenn du an mir entgegenläufst. Das kriegen wir hin. Ja. Da bin ich zuversichtlich. Ja. Und wenn wir jetzt mehrere Leute wären, wären wir so eine richtige Hunting-Party. Boah, das wäre mega. Das Spiel wäre dann auch ein bisschen leichter wahrscheinlich. Mit mehreren Leuten. Okay. Gut, keine Nixe hinter dir. Also, Nixe. Nixe ist da. Nixe. Wo war denn jetzt hier dein Stein? Da vorne. Du das heißt, ich muss aus dem dunklen Wald hervortreten. Da ist er. Okay. Nee, wir sind noch nicht im dunklen Wald. Rechts oben die Karte sagt, wir sind im Grasland. Okay. Alles aufgenommen? Ja, warte, lass mich anziehen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir... Richtung, was ist denn das? Richtung Osten. Straight Richtung Osten in den Nebel rein. Gucken wir, was da passiert. Und dann über diesen längeren Schlenker gehen wir zurück zum Basecamp. Nach diesem aufregenden Abenteuer. Ich guck mal nämlich auf den kurzen Timer. Wir sind jetzt bei 28 Minuten schon. Für diese Aufnahme. Also, dass wir das nicht zu lange machen. Also, ich kann dir sagen, wenn du tot bist, gibt es eine Fähigkeit, die nennt sich Leichenlauf anstatt, dass sie so ein bisschen meine Ausdauer mit beeinflusst gerade. Mhm. Also, du hast weniger Ausdauer, oder? Ja, du hast so 20 Sekunden weniger Ausdauer dann. Ah, okay. Interessant. Okay. Also, ein laufendes Skelett war lustig. Da wäre natürlich die Frage, geht das weg, wenn du was isst? Oh, diesen einzelnen Baum auf dieser... Ah, das ist so geil. Und jetzt, wenn die Sonne dahinter aufgeht, wie dann jetzt die... wie die Strahlen hier durchkommen. Ja, schön, geil. Oder? Das passt alles zusammen. Ich habe, glaube ich, ein neues Spiel mit Suchtpotenzial für mich entdeckt. Und das macht mir Angst. Das sind so manchmal die Situationen, wo dann irgendwo ein Monster auftaucht. Da oben ist noch eine Hütte. Groß. Gucken wir uns die an. Ja, auf jeden Fall, komm. Die holen wir uns noch. Gott, ich hab 5 von diesen Unterteilungen in dem Ausdauerbalken mittlerweile. Weil ich so viel gegessen habe. Ja, weil ich den Honig auch eben gegessen habe und sowas alles. Ah. Wahrscheinlich. Dafür hier ist ein Bett. Oh, das war eine komplette Siedlung. Das war... Ey! Cool! Ach. Das war hier mit Pferchen und das sieht aus, als wäre hier mal ein Feld gewesen. Vorsicht, Wildschwein. Ja, kein Problem. Die Himbeeren kannst du dir gerne ernten gleich. Ja. Guck mal währenddessen hier rein. Hier ist eine Kiste. Aua. Und irgendwas passiert gerade mit mir.
Was passiert? Weiß ich nicht. Was bin ich? Ich bin vergiftet. Okay, das vergift ich da drin. Dann. Na gut, ein bisschen Schaden genommen. Ist okay. Das wäre interessant. Was ist hier? Ah, Bienen. Bienen. The bees, they're in my eyes. Not the bees. Wer den Schauspieler kennt, der das in der deutschen Übersetzung so gesagt hat, der darf gerne das jetzt in die Kommentarsektion schreiben, welcher das war. Der kriegt dann einen Gummipunkt von mir. Nicht spoilern. Nicht spoilern. So, warum habe ich mich denn jetzt hier abgenuckt? Das ist doch Quatsch. Na gut, das ist ein. Hier hätte man natürlich, wenn man sowas am Anfang findet, einen super Ausgangspunkt, um hier auch wirklich so eine richtige Siedlung aufzuziehen. Gerade wenn du auch mit, weiß ich nicht, 10 Leuten spielst, jeder hat so sein eigenes Häuschen. Das stelle ich mir cool vor. Boah, sogar mein Wegweiser, hast du das gesehen? Da stand was, aber kann man denn lesen? Weiß ich nicht, warte, ich schaue. Nee. Ja, aber da sind Schilder dran, ne? Ja, da sind Schilder dran. Ach, das ist Holzpfosten und ein Schild wirklich dran gebaut. Wenn du das Schild setzt, dann schreibst du was drauf. Das habe ich schon mal ausprobiert. Ah, okay. Ja, also kannst du wirklich Wegweiser bauen. Cool, coole Idee. Das ist ja cool. Dass dir die Welt das auch so für sich, von sich aus zeigt, ne? Das finde ich ganz gut. Okay, dann geht es jetzt eher so Richtung Süden wieder. Nicht, dass wir einen Kompass hätten oder so. Richtung Süden, gerade durch Richtung Basecamp zurück, um dann dort zu verarzten, gucken, ob wir was Neues craften können oder. Es blendet. Die Sonne blendet. Ach, die Augen. Das ist dumm, dann sehe ich nichts mehr. Dann falle ich bestimmt hin. Das kann ich mir genau gut vorstellen, wie Urtolf so pff, mit dem Kopf auf irgendeinen Stein und dann tot. Oh, schau mal, da ist ein Kuhnstein. Was, wo? Da vorne. Achso, Was ist das? Warte mal, was ist das? Das ist eine Platte. Das sieht aus wie eine Steinplatte hier. Vielleicht ist das ein Grab? Guck mal. Runstein, da, ja. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, dann fällt Urtolf so voll gegen so einen Stein, ist tot. Und dann, was ist dann mit Med und Valhalla? Hat er halt einfach, weißt du, Fail. So, Runstein. Das ist richtig Fail, aber lustig. Als der Allvater Odin die Welten einte, vergaß er weder die Vanir noch die Riesen, noch jene Kreaturen, die noch älter als alles andere waren. Die größten von ihnen konnten nicht getötet werden, also wurden sie zu Wächtern, die hier auf Valheim für alle Ewigkeiten als Exilanten umherstreifen würden. Wenn diese Wesen einen Fuß auf die Erde setzen, gibt es ein Beben, das alle niederen Kreaturen durch Mark und Bein geht. Wahrscheinlich sind das diese Kreaturen, die wir hier jagen müssen. Die Wächter. Ja, aber jetzt überleg mal, ne? Das ist doch voll grausam. Die sind im Endeffekt im Exil gelandet, ja? Mhm. Und wurden irgendeine Aufgabe betreut, die sie vielleicht gar nicht selber machen wollen. Also kein Wunder, dass sie aufbegehren, oder? Also. Naja, man könnte jetzt auch sagen, ich habe eigentlich auch gar keinen Bock, immer arbeiten zu gehen, aber die gesellschaftlichen Konventionen zwingen mich dazu, weil sonst kriege ich kein Geld. Verstehst du? Ja, aber auf jeden Fall. Wir werden ja auch so ein bisschen. Das ist ja auch. Okay, aber das würde zu sehr politisieren und zu weit gehen. Lassen wir das. So, hier ist gleich fast dieses Runending, wo wir angefangen haben. Wo ich dich vorhin abgeholt habe. Der Spawnpunkt. Kann man so sagen. Aber ich dachte mal, ich lasse mal dieses englische Wort weg, weil so der Steinkreis klingt schon irgendwie cooler in so einem Spiel. Dann einigen wir uns darauf. Der Steinkreis. Der Steinkreis. Wollen wir ihm einen Namen geben? Peter. Okay, Peter der Steinkreis. Peter der Steinkreis. Oh. Das heißt, alle lieben neuen Mitspieler werden in Peter den Steinkreis wiedergeboren. Alle werden von der Walküre in Peter reingeschmissen. So, warte, nicht so schnell laufen. Stopp. Ich versuche mal den Hirsch zu legen. Stehe. Nein. Ah, kurz dahinter. Mist. Okay, da ist noch einer. Ja, komm. Das ist. Nein, soll ich ihn aufschalten? Vergebene Liebensmühe. Ich meine, wir können ja für die nächste Folge uns mal vornehmen, den ein oder anderen Hirschmaß zu versuchen zu jagen. Okay. Jetzt will Solange ich was töten kann. Erstmal zurück ins Bett. Also, meine Sachen wegpacken, damit nichts verloren geht oder so. Der Urteufel ist müde.
Ja, der Wimpy Viking ist wirklich müde. Nachdem er die Zwerge getötet hat, ist er müde. Ja, nachdem er deinen Leichnam und deinen Runenstein da beschützt hat vor denen, ja? Jeder muss an Aufgaben wachsen, das hast du gut gemacht. Danke. Danke, Fjalla. So, was haben wir hier? Hinter dem Gebüsch haben wir noch mehr Gebüsch. Uhu. Und ich vergesse immer, dass man hier rennen kann. Weil ich so fasziniert bin von diesem ganzen Gehölz und hier diesem unter dem Blätterdach wachsenden Zeug. Bodendecker heißen die. Bodendecker. Bodendecker. Ja. Die bedeckenden Boden. So, mal wieder eine Himbeere reingeschmissen, das gute Zeug. Da war wieder so ein Hirsch. Hirsch. Ach, das Geräusch meine ich. Ja, genau, dieses. Ich dachte, du wirst auf irgendwas draufgetreten. Als wären die voll angenervt, wenn du da so ankommst. Der schon wieder. Du schon wieder. Ui, was passiert hier? Ich habe die Karte aufgemacht, jetzt stockt es und. Okay. Oh nein! Nee, nur ein kleiner Hänger. Ich bin da. Ich bin da, du bewegst dich auch, das ist gut. Nichts ist abgestürzt. Und da vorne ist auch das Space Camp. Das baut sich gerade bei mir auf. Haha. Home sweet home. Ach guck mal, das sieht doch wunderschön aus. Oh, warte. Den hole ich mir jetzt. Was? Wen denn? So. Ja, kannst du gerne machen. Nein, ich töte meine Gegner hinter dir. Okay, ich muss Bogenschießen üben. Ich halte den Rücken vor, ja. Weißt du, wie eine Schrotflinte. Voll verzogen. Meine Herren. Ich hab den Arsch. Meine Herren. Okay. Gut. Plan wäre natürlich auch, wenn man das hinterher. Wer hat eigentlich die Tür von unserem Lager offen gelassen? Ich hab sie zugemacht. Wer ist zuletzt da rausgegangen? Ich nicht. meine Idee ist tatsächlich für dieses Lager, dass vielleicht hier auch mal wieder so ein Baum hinterher gepflanzt wird, wenn man das kann. Dass wir tatsächlich auch so einen Baum im Lager haben, wenn das auch ein bisschen größer wird, wenn vielleicht auch eine kleine Hafenanlage dazukommt, weiß man ja nicht. Muss mal schauen. So, wir sind zurück. Hurra. Ich setze mich jetzt hier ans Feuer. Aua, ich brenne. Für noch 2 Sekunden. Ich setze mich doch nicht ans Feuer. Ich brenne erstmal ein bisschen vor mich hin. Ich brenne für dieses Spiel, könnte man sagen. So, und dann brate ich ein wenig. Und dann können wir in dieser Zeit auch einfach mal so ein bisschen was so abmoderierend sagen. Möchtest du was sagen zu dieser Session heute? Ich meine, Gäste sollen ja immer mal was sagen. Ne? War ganz nett, ne? Also, ich würde es immer wieder gern machen. Mhm. Und ich könnte... Aber man sollte sich auf jeden Fall aufraffen und mit uns spielen, denn ich glaube, wenn wir noch mehr sind, wird es noch lustiger einfach. Ne? Also vielleicht sogar noch ein bisschen wuseliger, aber ich glaube in erster Linie einfach nur lustig. Ich glaube, das hat dann auch ein bisschen was mit so Voice-Chat-Disziplin zu tun tatsächlich. Aber das ist jeder, der Multiplayer oder so spielt, der kennt das tatsächlich auch. Ich würde mich freuen, wenn wir diese Session hier nochmal mit mehreren Leuten machen, auf eben dieser Welt in Urtolfs Saga nochmal ein bisschen was mehr bauen zusammen. Vielleicht hat man es auch so, dass man 2 Teams hat, 2 Fünfer-Teams oder so, die sich jeweils Siedlungen bauen, die dann hinter miteinander Handel treiben. Wichtig ist allerdings, dass das Ganze hier eher so auf diesen Slowburn-Charakter ausgelegt ist und wir das Ganze langsam und in Ruhe machen wollen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Urtolf und Fjalla verabschieden sich für heute. Bis zum nächsten Mal wieder an dieser Stelle. Keep on Wargaming.